So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Revelations. Ja, wie gesagt, uns geht's nicht so gut. Wir müssen hier mal weiter. Look, is that the airstrip? That's their hideout. This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valcoyne Mach Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. I haven't heard from them since. Hal, what's going on? Chris, you better look at this. It's impossible. O'Brien, you're not gonna like this. We found the Veltro crest. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then... Then the setup that got Jill and Parker. It was all... Yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean, and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. So, ja, ich habe wieder gutes Timing, dass ich immer genau vor den Enden und von den Zwischensequenzen die Folgen beende. Na gut, wir speichern nochmal. Genau, Episode 2. Schreiben bitte. Es ist leider mal unter 90 gefallen. Wie gesagt, bei die Gegner waren hier auch deutlich schneller als bei Jill. Na gut, weiter geht's. Parker. Where are you? I don't know. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No. Comms are out, it seems. We should regroup. Na gut, schauen wir mal. Aber erstmal schauen wir uns um. Bin ich bloß. Noch. Was ist denn das? Ein kaputter Spiegel? Ja. Aber nichts großartig mit anfangen. Er läuft noch. Na gut, Fernsehen ist auch nicht. Schade, schade. Verschlossen, wie lässt sich wohl öffnen? Damit wahrscheinlich. Was ist das? Das scheint fest verschraubt zu sein. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie. Haben wir unseren Scanner noch? Nö, wir haben quasi auch gar nichts. So, dann kannst du mal weg. Vielleicht werden wir hier ja irgendwie fündig. Ja, ja, sehr schön. Mit der Badewanne kennst du ja noch, Jill, ne? Vor allem schmutzigem Wasser. War vielleicht noch etwas drin. What? Verrostet.
Scheint schon länger kaputt zu sein. Es ist gelohnt. Wohl nicht so. Ah. Das hat sich gelohnt. Klick getrocknetes Blut drauf. Du bist gerade ein wenig ungünstig. Ausweichen. Wenn Sie W oder Space zum richtigen Zeitpunkt drücken, können Sie dem Angriff eines Feindes ausweichen. Okay. So nicht. Ah, wie gesagt, ausweichen kriege ich ja sind im Teil nicht so wirklich. Dafür ist keine Zeit. Nee, das klappt überhaupt nicht mit dem Ausweichen. Achso, können wir dich vielleicht in dem Bad einsperren? Das wäre eventuell eine Idee. Er hat wohl keinen Bock. Wir sollten uns nochmal heilen. Sicher ist sicher. Jetzt kommst du. Okay. Das mit dem Ausweichen funktioniert so nicht. Okay. Okay, ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen ausgeschaltet. Oh. Was sollen wir machen? Alle verbinden. Okay, machen wir das dahin. Bis dahin. Nun? Hm. Ah, so vielleicht. Das ist ja auch Zeit geworden. So, einmal Muni bitte. Oder noch eine Waffe. Oha. Ich lasse einen Folgenschluss. Jetzt weich doch aus. Jill, you can't fight without a weapon. Just do your best to dodge. Das klappt ja auch leider echt nur, wenn es mal angezeigt wird. Ich schätze, werde ich es erstmal drauf gehen. Einfach weil ich halt dieses mit dem Reaktion nicht hinkriege. Oh, oder auch nicht. Natürlich. Ich weiche aus, während er zuschlägt. Wann bitte soll ich denn diese Scheiß-Taste drücken? Hier schönes. Die Munition. Nachher wäre halt besser. Warte mal. Ah, eine Schrotflinte. Könnte sie sein. Hier kann ich etwas einsetzen. So, Munition haben wir voll erstmal. Irgendwas stimmt mit den Wellen nicht. Hm.
Hier geht's weiter, okay. Ja, das war zu warten, dass noch jemand rauskommt. So, können wir dich hier mal rumlocken? Können wir tatsächlich. Scheinbar kriegen die es nicht gebacken, Türen zu öffnen. Das ist eigentlich schon mal ganz praktisch. Da haben die quasi aus dem Schiff hier ein Wohnhaus und eine Villa gemacht. Das ist tatsächlich was vom ersten Teil. Ja, da brauchen wir den Ankerschlüssel, ne? Ja. Hier wäre noch mehr Muni. Was mir im Moment ja nichts bringt. Hier geht es einfach nur. Gut, dann kann ich vielleicht mal die Gegner weglocken, wenn es soweit sein sollte. Können scheinbar doch Türen öffnen. Jill, are you okay? I'm fine, but the ship's crawling with BOWs. Okay, we're going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. We should be okay as long as we work together. Alles klar. Dann schauen wir doch mal. More creatures this way. I found this though. Think we can use it? Yeah, it just might do the trick. Das auf jeden Fall. So, da bauen wir eine Karte für, ne? Ja. Die ist verschlossen, daneben findet sich ein Kartenleser. Botanik. Pflanzen mit Heileigenschaften, dritte Ausgabe. Seit Menschengedenken machen wir uns die Eigenschaften der Pflanzen zunutze, um Wunden und Krankheiten zu heilen. Ein gutes Beispiel für diese Pflanzen ist eine Wildkrautart, die in den Arklay Mountains wächst. Das saftig grüne Kraut lindert nicht nur Müdigkeit, sondern unterstützt auch den natürlichen Heilungsprozess, damit Wunden schneller verheilen. Außerdem verfügt es über eine aktive Immunfunktion, die bei Virusinfektionen äußerst wirksam sein kann. Seine medizinischen Anwendungsgebiete sind vielfältig und daher kommt es bereits zum Feldeinsatz. Bitte legen Sie sich selbst einen Vorrat mit diesem Kraut an, um sich und Ihre Familie vor der gegenwärtigen Bedrohung durch den Bioterrorismus zu schützen. Die müssen wir uns ja keine Sorgen machen, ne? Also, jetzt hast du ja keinen Lebensanzeiger oder sowas. Ich dachte, ich krieg beide platt, aber... Gut. Bitteschön. Ich würde ungern sterben. Wieso seid ihr doch nicht tot? Ihr wart doch genau da drinnen. Ich sehe auch nichts. Okay, erster Tod. Ja, ohne Waffen ist es halt ziemlich scheiße. Das Ausweichen funktioniert überhaupt nicht. Jupp. Hat aber lang gedauert. Muss ich sagen. Ja, die flockten Scheiß an. Das funktioniert alles überhaupt nicht. So, auf geht's. Wait, there are more creatures this way. I found this though. Think we can use it?
Yeah, it just might do the trick. The weapons I found are just a so. Ich hab's zerlegt. Lebt ihr denn alle noch? Brauchen wir nicht, ne? Ja. Na gut, immerhin. Spezialzubehör aufgenommen. Jill, I found our weapons. They're in here. So. Magizia, sehr schön. So, die abhandengekommene Ausrüstung wurde geborgen. Hier können Sie Waffen ausrüsten oder wechseln. Außerdem können Sie... Sie können außerdem mit Zubehör ausrüsten, falls Sie welches haben. Jede Waffe, die Sie aufnehmen, wird automatisch hier abgelegt. Okay. Wechseln Sie zum F1-Bildschirm, um Spezialzubehör zu wechseln und auszurüsten. Wir haben Schaden. Das würde ich dann gerne mal draufhauen. Können wir wieder zurückwechseln? Ja, okay. Alles klar. So, dann können wir uns euch jetzt endlich mal zerlegen hier. Now what? Now we contact HQ and tell them what the hell is going on. We should be able to do that from the bridge. Let's go. Ja, ich würde aber gerne noch ein bisschen zurück. Wir haben jetzt ja auch unseren tollen Scanner wieder. Da waren wir auch noch nicht drin. Kommen wir auch gerade mal nicht rein. Na dann. Von hier her sicher. Okay, dann kommen wir hier. Ich glaube, das hat sich gelohnt. So, sehr schön, dann gibt es auch gleich wieder Heilung. Ich kann auch die Granaten mal einsetzen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, grünes Kraut, sehr gut. Wieder umlegen, beziehungsweise mich anders hinsetzen. Ich treffe schon wieder nichts. So, du warst ja allein, oder? Plus, minus. So, ein bisschen mehr Platz. Sehr schön. Buch nochmal angehen, das haben wir glaube ich jetzt in der Tour nicht gelesen. So, ihr verdammten Viecher, dann geht's euch jetzt mal an den Kragen. So 7 bis 8 Schuss brauchen sie.
Alles klar, und schon geht's wieder besser. Jetzt haben wir wieder Heilung, wir haben Waffen. Jetzt kommen wir auch wieder voran. Ja, blöd mit diesem einen Tod. Ärgert mich jetzt doch ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist ja eh utopisch zu glauben, dass ich das geschafft hätte, ohne einmal drauf zu gehen. So, für ein Steuerrad. Okay, Anker brauchen wir, Steuerrad brauchen wir. Interessant. Aber gut, dann schauen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.